So, mit der wilden Mutation auf die Zerklinge haben wir auch ein gutes Meat Shield. Dieser Planet gehört mir. Oh fuck. Macht euren Frieden. Ja, läuft ganz gut. Wir passen uns an. Ich werde Vergeltung üben. Wir erobern. So, wilde Mutation auf alle. Damit der Damage auch stimmt. Ja, das Ding ist, wir haben da jetzt direkt den Hybriden stehen. Ich denke nicht, dass er so gefährlich ist an der Position gerade. Aber man lässt ja trotzdem ein wenig Vorsicht walten. So. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt schon engagen will, aber ich glaube schon. Also engagen halt angreifen. Wir kennen keine Grenzen. Ja, und jetzt gehe ich hier wieder in eine Richtung, wo ich gar nicht hin will eigentlich. Obwohl doch, ich glaube, ich will hier hin. Ich habe mich gerade spontan umentschieden, ich will hier hin. Der Schwarm hat die Kontrolle über beide Brutalisten übernommen. Ja, das ist jetzt uncool hier. Kerrigan ist in Gefahr. Eliminiert die Hybriden. Ja, wir greifen einfach an. Wir können uns nicht erlauben, hier lang rumzuzögern. Du kannst aber ruhig mitkommen, Brutalist. So ist das nicht. So. Ja, wir sollten mal eine Verteidigungslinie hier zu Hause aufbauen. Wir haben genug Mineralien. Wir können uns das leisten. Wir haben auch genug Gas. So ist das nicht. Ah ja, und den hätte ich beinahe vergessen. Wir sind ja unter Zeitdruck. Das vergesse ich die ganze Zeit. Ich werde Vergeltung üben. So, wollen wir den mal ein wenig verprügeln da? Ein Psystorm, ist das dein Ernst? Mehrere Psystorms. Der Schwarm hat seinen Zweck erfüllt. Ein zerbrochenes Werkzeug. Nutzlos. Ignoriere sein Geschwätz. Wir haben noch mehr Bereiche des Labors unter unsere Kontrolle gebracht. Ich merke das schon, dass wir hier alles unter Kontrolle bringen. Hybrid-Signaturen entdeckt. Ja, das läuft mega gut hier. Warum haben denen ihre Lufteinheiten einfach gar keine Chance? Achtung, ein weiterer Hybrid greift dich an. Also im Moment macht er ja gar nichts eigentlich. Kerrigan ist ja genauso stark wie vorher. So, die lasse ich jetzt zu Hause als Abwehr gegen alles, was kommt. Was jetzt nachgebaut wird, ist meine Hauptarmee. Und ich muss noch gucken, dass ich hier ein paar mehr Drones baue. Das darf ich nicht vergessen. So. Ja, diesmal habe ich leider keine Zerklinge dabei. Die habe ich vergessen. Da sind welche. Schön nochmal alle mitten in den Psystorm gepult. Das war gut, Jeff. Ja. Naja, was soll's. Wir haben nur noch 3... Hybriden übrig. Bauen gut Einheiten nach und brauchen mehr Overlords. Dann bauen wir noch mal ein paar Overlords. Mal creep mal vorwärts hier. Ich habe übrigens wieder im Missionsarchiv ein paar Erfolge geholt. Und mal die anderen Fähigkeiten ausprobiert. Unter anderem aggressiver Creep. Und aggressiver Creep ist so göttlich. Ihr habt keine Ahnung, wie genial das ist. Die Eroberung geht weiter. So. Ja, da wollten sie mich gerade angreifen, glaube ich. Unverschämt sowas. Aber man wehrt ja alles ab. Es dürfte alles optimal besetzt sein. Dann greifen wir doch gleich weiter an. Was haben wir denn da wieder? Ja, holy shit, hier ist viel. Hier ist sehr viel. Ich bin der. Problem ist, die Brutalisten können sich nicht eingraben. Das heißt, wenn die kaputt sind, dann sind sie kaputt. So, wir sind fast beim beim drittletzten. Ich gehe gerade ein bisschen am Kopf zu schnell die Liste durch. Ihr habt mich dazu gezwungen. Mich würde es nicht wundern, wenn ich irgendwie noch gegen zwei gleichzeitig kämpfen muss.
Wir passen uns an. Der ist noch gar nicht geschlüpft. Das heißt, ich kann ihn vorher? Nein. Ein Hybrid greift dich mit psionischer Energie an. Das wäre auch zu gut gewesen. Fühlst du, wie er durch dein Bewusstsein strömt? Kontrollpunkt erreicht. Du überrascht mich, aber deine Lage ist doch immer hoffnungslos. Wenn das hier vorbei ist, bist du an der Reihe, Narut. Wir. Wieso ist das Gas nicht besetzt? Sie haben mir das zerballert. Ich habe zwei Hybrid-Signaturen aufgespürt. Sie befinden sich ganz in der Nähe. Ich werde... Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Naja, aber was soll's. Ich hole einfach den Rest meiner Armee. Und dann geht's ab. Ach, das gibt's doch nicht. In dem Moment, wo ich alles abziehe... Aber die haben kein Science Vessel dabei. Wer keinen Detektor hat, verliert leider gegen getarnte Einheiten. So war das schon immer in StarCraft. Machen sie mir eine Hatchery kaputt. Ich baue hier aber schon eine neue. Als wenn ich es geahnt hätte. Ich habe die üble Vermutung, dass da gleich noch mehr kommt, nachdem die tot sind. Wir spreaden mal ein wenig unsere Einheiten, damit nicht jeder Psystorm hier so mega krass viel Damage macht. Sprich, ich will. Narut hat zwei Hybriden gleichzeitig erweckt. Es ist zu weit, Kerrigan. Töte sie. Und das Labor gehört uns. Ja, das läuft ganz gut, glaube ich. Mal lieber nachbauen, wer weiß, was da noch kommt. Es ist Zeit. Oder war es das wirklich? Wir waren erfolgreich, meine Königin. Im Labor gibt es keine weiteren Signaturen von Hybriden. Schickt den Schwarm in die unteren Ebenen. Tötet alles, was sich uns in den Weg stellt. Narut hat etwas vor. Und ich werde herausfinden, was es ist. Okay, ich rechne ganz ehrlich mit so einer Kommandomission, die ich sie immer nenne. Gerade schon, aber mal sehen, was jetzt noch kommt. Fortfahren. Ich habe dort drin Naruts Gedanken berührt. Ich konnte seine Hingabe zu diesem Amon spüren. Narut versucht schon seit Jahrtausenden, seinen Meister auferstehen zu lassen. Es ergibt Sinn. Der endlose Konflikt zwischen Protoss und Zerg, die Hybriden, alles Teil des Plans, Amon wiederzuerwecken. Nicht, wenn wir ihn aufhalten. Du hast nicht ausgewählte Fähigkeiten, meine Königin. Du kannst sie in deiner Kammer einsehen. Okay, wir haben erstmal unser Level 50 erreicht. Gucken wir mal, was wir für Skills haben. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwacht. Brütling-Infektion. Gegner, die durch Kerrigan Schaden erleiden, werden verseucht und erschaffen zwei Brütlinge mit begrenzter Lebenszeit, wenn sie schnell getötet werden. Das klingt jetzt erstmal nicht so toll. Raserei. Jeder Angriff erhöht Kerrigans Angriffsgeschwindigkeit vorübergehend um 15%. Stapelbar bis zu einer Angriffsgeschwindigkeitserhöhung von 75%. Klingt so, als wenn sie dann auch mal viel DPS raushaut. Und Fähigkeiteneffizienz. Abklingzeiten und Energiekosten von Kerrigans Fähigkeiten werden um 20% verringert. Finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Fände ich besser, wenn die Effizienz zum Beispiel von Damage der kinetischen Welle oder so um 20% erhöht werden würde. Ich denke, da ist Raserei am angenehmsten momentan. Vielleicht überlegen wir es uns noch anders. Wir gehen mal die Gespräche durch. Stukov, Isha, Sagara, DHK. Ich frage mich, wie Narut es schaffen wollte, ein so mächtiges Wesen wie Amon wiederzuerwecken. Ich glaube, die Hybriden sind der Schlüssel. Sie sammeln psionische Energie. Aber wo würden sie genug davon finden, um einen toten Gott wiederzubeleben? Du hast gesagt, dass ein altes Xel'Naga-Artefakt genutzt wurde, um dich wieder zu einem Menschen werden zu lassen. Aber all deine Macht als Königin der Klingen, wohin verschwand sie nach deiner Verwandlung? Du meinst, es könnte ein Hybrid in der Nähe gewesen sein, der diese Energie gesammelt hat? Und genutzt hat, um... Oh nein. Sollte Narut das Xel'Naga-Artefakt auf diese Weise genutzt haben,
hat er möglicherweise bereits genügend Energie, um Amon wiederzubeleben. Das klingt nicht gut. Wir spüren merkwürdige Signaturen im Labor. Du meinst außer den Hybriden und dem Gestaltwandler? Protoss, meine Königin. In großer Anzahl. Ja, ich spüre sie jetzt. Tal'Darim. Sie dienen Amon bereitwillig. Sie beten ihn an. Sie beten einen toten Gott an? Das macht sie umso gefährlicher. Zagara. Dieses Ding im Labor, Nahut. Es verhüllt seinen Geist vor mir. Doch ich spüre seine Macht. Erzähl mir davon. Es ist anders als alles, was ich kenne. Aber du hast den Uralten vernichtet. Du hast die Macht von ganz Zerus. Es entspringt der Leere. Kalt und abweisend. Aber so machtvoll, dass es schmerzt. Der Hacker. Ich bin mal wieder auf ihn gespannt, wirklich. Die Hybriden. Ihre Essenz ist stark. Aber ich kann sie nicht sammeln. Nahut hat sie erschaffen. Glaubst du, er wird dir mehr Essenz beschaffen, wenn du ihm folgst? Er dient einem Meister, der alle Essenz verschlingen wird. Du sprichst von Amon? Ich glaube, er ist tot. Und ich werde sicherstellen, dass das auch so bleibt. Sollte er leben, wird alle Essenz verloren sein. Entwicklung wird nicht mehr möglich sein. Ich werde kämpfen. Und in die Evolutionsgrube. Aber du hast bestimmt was zu den Hybriden zu sagen. Nicht? Gar nicht?